ein Rollenspiel, das eigentlich für alle Altersklassen gerecht ist, denke ich. Man kann es schon als Märchen bezeichnen, aber Abenteuer trifft es eigentlich am besten, finde ich. Ein klassisches japanisches Rollenspiel mit Rundenkampf. Und ja, wenn man auf solche skurrilen Monster und sowas steht, dann ist es genau das Richtige. Drei Charaktere oder ich glaube später auch vier. Und dann wählt man eben im klassischen Rundenkampf so seine Attacken aus oder man kann sich verteidigen, Zauber einsetzen und ja, da muss man eben die Monster besiegen. Also ich fand es halt einfach wieder schön, dass man mehrere Charaktere hat mit verschiedenen Eigenschaften, dass man auch die Kämpfe dann so durchführen kann, wie man es gerne hätte. Und von strategiebezogenen her, man muss sich halt wirklich dann reinversetzen und schauen, wie komme ich am besten gegen die verschiedenen Bosse an. Dass man halt so viele verschiedene Klassen wählen kann und die Charaktere halt selber designen kann durch die Ausrüstung. Die Slimes. Ich habe direkt wieder gegen diese Slimes kämpfen müssen. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit, mit denen die Kämpfe auch ablaufen, ist um einiges schneller als in den alten Teilen. Das finde ich sehr gut. Ich mag den Artwork, den Stil mag ich gerne. Und ich finde das halt immer schön, auch wie sie gezeichnet sind und die Atmosphäre im ganzen Spiel, finde ich schön. Es hat eine sehr ruhige und schöne Atmosphäre. Irgendwie ist der Soundtrack auch immer zu allem abgestimmt. An Dragon Quest 7 mag ich halt, dass man jetzt die Kamera komplett drehen kann, dass die Grafik eben jetzt mehr 3D ist. Der letzte Dragon Quest Teil, den ich gespielt habe, war auf dem DS. Das ist natürlich ein riesiger Fortschritt. Also mir hat gefallen, dass man jetzt beim 3DS besser steuern kann. Die Übersetzung finde ich sehr gut. Also die Namen der Gegner und der Orte und Charaktere, das bringt einem oft zum Lachen. So. Das sind ja alles Wortspiele und ich würde sagen, dass wir sehr gute Arbeit geleistet worden bei der Übersetzung.